Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über die größten Fehler, die ein Erstanfänger machen kann. Viel Spaß! Fangen wir auch schon sofort an. Fehler Nummer 1: Ihr kauft die Ausrüstung, die ihr benutzen wollt, komplett auf einen Schlag. Warum ist das jetzt ein Fehler? Nun, ihr wisst noch nicht, was eure Bedürfnisse sein werden. Also beispielsweise, wie viele Magazine brauche ich? Was ist mein Spielstil? Welches Tragstil passt für mich? Plattenträger, Chestring und so weiter. Das kann euch keiner sagen. Das kann ich nicht sagen. Das kann ein anderer YouTuber nicht sagen. Das kann euch euer Buddy nicht sagen. Das könnt nur ihr selber feststellen, was ihr braucht auf dem Feld. Deswegen macht es keinen Sinn, sich ein Komplettpaket komplett zusammenzustellen für mehrere hundert Euro, das dann zu kaufen, dann zu merken nach zwei, drei Spieltagen, okay, ich brauche doch nicht so viele Magazine. Oder der Plattenträger, der ist doch nicht so meins. Ich nehme doch lieber einen anderen oder ich nehme ein anderes Tragsystem generell. So habt ihr einfach dann die große Gefahr, dass ihr Sachen kauft, die dann in eurem Regal verstauben. Eure eigene Ausrüstung, das ist ein Prozess. Ihr werdet das niemals von 0 auf 100 auf einem Tag machen. Auch nach mehreren Jahren, ihr werdet immer eure Gear verändern oder anpassen, glaubt mir. Kauft die Ausrüstung daher Stück für Stück. Start zum Beispiel mit einem Plaid Carry, mit einer Kangaroo Pouch, drei Mid Caps. Wenn ihr merkt, ich brauche doch mehr Magazine, dann kauft euch ein bis zwei weitere und packt ihr einen Plaid Carrier und dann könnt ihr euch so Stück für Stück an eure Gear rantasten und ihr kauft auch nur das, was ihr wirklich braucht. Das spart auf lange Sicht sehr viel Geld und ist auch schoner für den Geldbeutel, da ihr alles Stück für Stück kauft, nicht alles auf einmal. Fehler Nummer 2: Zu spät kommen beim Airsoft-Event. Das Problem ist, ihr habt da einen Zeitdruck und ihr habt so viele Eindrücke auf euch, die müsst ihr auch erstmal verarbeiten, ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst euch anmelden, ihr müsst euch kronen. Und wer es noch nie gemacht hat, dann muss man sich erstmal zurechtfinden. Und dann ist es extrem doof, wenn ihr auch noch Zeitdruck im Nacken habt. Deswegen kommt lieber mindestens eine Stunde vorher an, also vor Spielbeginn, vor Briefing oder aber auf dem Punkt, wo die Tore aufmachen. Plant doch einen Zeitpuffer mit ein, beispielsweise wenn ihr Stau habt und das Gelände nicht sofort finden könnt. Fehler Nummer 3: Den sportlichen Aspekt unterschätzen. Man kann es natürlich überstreiten, ob jetzt Airsoft ein Sport ist oder nur ein Hobby. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Im Airsoft bewegen wir uns, wir laufen viel, wir klettern Hügel hoch und wir haben halt alles mit der schweren Ausrüstung, die wir tragen. Und gerade durch das zusätzliche Gewicht der Ausrüstung und der Bewegung im Airsoft, beispielsweise das Pieken, das Lehnen, belasten wir den Körper anders als im normalen Alltag oder im Fitnessstudio. Deswegen werdet ihr höchstwahrscheinlich danach Muskelkater haben und das soll man nicht unterschätzen, den sportlichen Aspekt. Fehler Nummer 4: Ohne Gürtel spielen. Das ist ein Fehler, den ich damals bei eigenem Leib erfahren musste. Auch wenn die Hose perfekt passt, nutzt trotzdem einen Gürtel, denn ihr bewegt euch viel und ihr macht auch nicht alltägliche Bewegungen. Das heißt, es kann dann trotzdem passieren, dass einmal die Hose rutscht. Und ihr möchtet nicht im ersten Spiel ganz eure Hose festhalten, wenn ihr lauft. Deswegen habt ihr dann auch eine Möglichkeit, weiter Gear anzubringen. Beispielsweise, ein Kumpel von euch bietet euch ein Holster an mit einem Gürtelclip, dann könnt ihr es da reinmachen. Oder ihr habt Eventmaterial, Spielmaterial, eine Flagge, könnt ihr euch da eben an den Gürtel so ein bisschen fixieren, da reinklemmen, dass ihr es nicht dort halten müsst. Also wunderbar, auch eine weitere Möglichkeit, Gear oder Ausrüstung anzubringen, spontan. Aber selbst wenn ihr es dann nicht braucht, dann rutscht die Hose auf gar keinen Fall. Deswegen unbedingt Gürtel einpacken. Fehler Nummer 5: Mehrzweckholster benutzen. Das Problem bei den Dingern ist, sie können vieles, also es passen viele Pistolen rein, aber nichts richtig. Das Problem ist einfach, dass eure Pistolen bei solchen Holzern einfach sehr leicht herausfallen können, weil sie in der Regel nicht gesichert werden. Ich rede jetzt nicht von dieser komischen Stoffsicherung, ich meine jetzt wirklich eine Sicherung, wie bei einem Hartschalenholz, wo man einen Knopf betätigen muss, um diese Pistole zu lösen. Hier einfach das Problem, wenn ihr euch hinkniet und das Holster sich dann bewegt, kann die Pistole einfach rausfallen. Das sieht man sehr, sehr häufig bei Anfänger-Events oder bei den GSP bzw. ASMC Airsoft Days. Ganz häufig, dass dann Spieler die Pistolen verlieren, weil sie einfach solche günstigen Holster verwenden. Ich bin davon überhaupt kein Fan. Wenn ihr ein Holster braucht, kauft euch ein Hartschalenholster für die Pistole eurer Wahl, die ihr gerade habt. Dann könnt ihr leichter ziehen, schneller ziehen und die Pistole ist gesichert und fällt nicht heraus. Ein super Tipp, ansonsten sind halt gerne mal 80, 90, 150 Euro los, je nachdem, wie teuer eure Pistole war. Sehr ärgerlich, sollte man vermeiden. Kauft euch ein passendes Holster. Fehler Nummer 6: An falscher Stelle sparen. Damit meine ich vor allem die Schutzbrille, eure Waffe, eure Schuhe und eure BBs, die ihr verwendet. Ihr gebt so viel Geld aus für eure Ausrüstung. Ihr kauft einen teuren Plattenträger, ihr habt Zentauren-Taschen, Magazine kauft euch viel dazu, generell Ausrüstung, Granaten und. Ihr gebt mehrere hundert bis 1000 Euro aus. Da solltet ihr aber niemals sparen bei
der Schutzbrille, denn ihr habt nur zwei Augen. Wenn da was passiert, habt ihr euer gesamtes Leben lang Spaß damit, in Anführungszeichen. Deswegen gebt da die Euro mehr aus für eine vernünftige Schutzbrille, dass da nichts passiert. Das gleiche gilt übrigens auch für den Mundschutz, dass eure Zähne nicht rausgeschossen werden. Ist erstens sehr schmerzhaft, zweitens kann es auch sehr teuer werden für einen künstlichen Zahn, deswegen gebt lieber dann die paar Euro mehr aus für einen gescheiten Mundschutz. Zum Thema Schutzausrüstung gibt es auch bereits separate Videos auf dem Kanal. Finde ich euch natürlich auch in der Beschreibung, wenn ihr euch gerne ein bisschen schlauer machen wollt. Schuhe. Verletzungsgrund Nummer 1 im Airsoft ist das Umknicken. Und es bringt nichts, wenn ihr die beste Ausrüstung habt, aber im ersten Spiel knickt ihr um und könnt dann nicht mehr spielen. Kauft euch vernünftige Schuhe, am besten Wanderschuhe. Die sind immer sehr gut geeignet, da ihr durchs Gelände damit steigen solltet eigentlich. Passt perfekt für Airsoft. Knöchel hoch auf jeden Fall, damit ihr nicht einfach umknicken könnt und dann kein Spieler nichts mehr im Wege stehen. Waffe. Diese Waffe, die ihr jetzt kaufen werdet, werdet ihr eine längere Zeit benutzen. Ihr kauft euch nicht eine Waffe für ein bis zwei Spieltage. Ihr kauft die Waffe in der Regel für mehrere Jahre, bis sie immer nicht mehr funktioniert oder ihr was Neues möchtet, in Anführungszeichen. Deswegen kauft was Vernünftiges, die lange Zeit halten wird. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung ein Video, dort habe ich damals mal die besten Anfängerwaffen vorgestellt für 0,5 Joule, aber auch als 1,5er Variante gibt es ja auch noch für unter 300 Euro. Schaut mal in die Beschreibung, wenn ihr euch da schlau machen wollt. Und der letzte Punkt, BBs. Eure Waffe, eure Ausrüstung oder generell eure ganze Performance ist nur so gut wie das schwächste Glied, was ihr habt. Und wenn ihr billige BBs verwendet, dann kann eure Waffe jammen, schneller kaputt gehen, größerer Verschleiß, ihr habt noch hohe Streuung, ihr habt eine verminderte Reichweite. Deswegen kauft euch vernünftige BBs. Ich verlinke euch in der Beschreibung meine BBs, diese sind hochwertig, aber auch vor allem sehr günstig gehalten, hat genau für die Anfänger, dafür wurden sie damals von mir entwickelt. Ich kann es nur empfehlen, weil genau das war die Zielgruppe, genau das war der Sinn der BBs. Verlinke ich in der Beschreibung, wenn ihr da noch was Vernünftiges braucht. Fehler Nummer 7. Ihr kauft euch eine Waffe, die nicht auf euren Feldern zugelassen wird in der Nähe. Es macht keinen Sinn, wenn ihr sagt, boah, ich hätte jetzt sowas von Bock auf diese 416 mit 2 Joule, die sieht so geil aus, die will ich haben, dann kauft ihr euch die und dann merkt ihr, scheiße, ich kann damit auf kein Feld gehen. Deswegen erst informieren, auf welchen Feldern möchtet ihr spielen, was ist in eurer Nähe und was sind die Regelwerke von den Feldern. Und daran solltet ihr dann eure Waffe ausrichten. Weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Ihr kauft eine Waffe, die ihr nicht benutzen könnt. Wo ist dann der Sinn dahinter? Unnötiges Geld, was ihr aus dem Fenster geworfen habt. Erst informieren, dann kaufen. Fehler Nummer 8, wo wir gerade beim Thema Kaufen sind. Kauft niemals Airsoft-Waffen auf Amazon. Ja, klingt erstmal vielleicht als ein Paradox in Anführungszeichen, weil ich habe ja auch viele Videos gemacht von Schätzen auf Amazon. Jedoch ist das Problem, ihr habt bei Amazon sehr, sehr viel Müll. Ich weiß, es ist gerade für Anfänger unter 18, die wenig Geld haben, reizend, diese Airsoft-Waffen zu sehen für 30 bis 100 Euro. Die sehen cool aus, haben doch eventuell kostenlose Lieferung. Das sieht cool aus, das sieht gut aus. Ich weiß, es sind aber, es ist totale Geldverschwendung. Das ist Müll. Diese Dinger können nicht. Sie haben eine schlechte Schussleistung, gehen sofort kaputt. Und es macht einfach null Sinn, das zu kaufen. Und das Problem ist gerade bei Anfängern, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die können noch nicht unterscheiden, ist das jetzt gut oder ist das jetzt eher Müll. Und ich sage jetzt nicht, es ist nur Müll auf Amazon. 90% der Sachen ist Müll, 10% der Sachen sind gut. Es gibt ja auch gute G&G-Modelle oder Zymo-Modelle auf Amazon. Aber bei den guten Modellen, die sind meistens überteuert auf Amazon. Ihr seid dann günstiger unterwegs, wenn ihr es beim, ich sag mal, Fachgeschäft bzw. einem normalen Airsoft-Center kauft, da spart ihr euch dann noch Geld. Amazon ist eher so gedacht für Ausrüstung oder wenn ihr wisst, was ihr braucht, beispielsweise Handschuhe, eine Optik oder sowas. Ich verlinke euch auch nochmal die Playlist gut und günstig in der Videobeschreibung, denn da habe ich ganz oft Schätze von Amazon euch vorgestellt. Wenn ihr also da was braucht oder was möchtet, schaut da gerne mal rein. Aber für einen Anfänger grundsätzlich kauft lieber nichts auf Amazon, es sei denn, ihr wisst, was ihr tut. Fehler Nummer 9. Ihr habt jetzt ganz viel gekauft, aber ihr habt nicht an den Transport gedacht. Es ist zwar rechtlich okay, das in einem geschlossenen Behältnis zu transportieren, es macht aber praktisch wenig Sinn, wenn ihr das in euren Rucksack reinschmeißt und dann Schloss dran macht. Nehmt lieber dann noch etwas Geld in die Hand für einen vernünftigen Koffer oder zumindest eine Waffentasche. Ich empfehle euch immer einen Koffer, denn dann habt ihr auch eure Ausrüstung vor Transportschäden geschützt. In euren Koffer, da kommt nur eure Airsoft-Waffe rein. Keine Munition, keine Magazine, kein Akku, kein Gas, nur die Waffe. Halten wir uns jetzt ganz einfach dran. Und dann packt ihr noch ein Schloss durch. Wenn ihr jetzt vorm Spieltag seid, ihr merkt, scheiße, ich habe kein Schloss. Was mache ich denn dann? Ihr könnt zwar Kabelbinder rechtlich benutzen, das ist okay, wenn ihr es dann ganz stramm zieht, kann man machen,
Es ist jedoch praktisch absolut scheiße, muss man dazu sagen. Jedes Mal Kabel mehr durchziehen. Sollte er nur eine Notlösung sein, wenn das Schloss kaputt geht, er es nicht mehr dran bekommen, verloren sein oder sowas, keine Ahnung. Kann man mit dem Kabel mehr zur Not fixen, aber es ist keine Dauerlösung. Kauft auf jeden Fall ein vernünftiges Schloss, dann habt ihr da kein Problem. Am besten ein Zahlenschloss, dann könnt ihr auch keinen Schlüssel verlieren. Fehler Nummer 10. Fehlende Lernbereitschaft bzw. Motivation, autark zu werden. Und das muss man wahrscheinlich ein bisschen erklären. Ich rede da jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung. Es ist langfristig gesehen schadhaft, wenn ihr euch nicht informiert, beziehungsweise euch nicht, wenn ihr nicht bereit dazu seid, Sachen zu lernen mehr. Also ich sage jetzt mal als Beispiel Pflegen einer Gehbepistole. Nun am Anfang, als ich meine allererste Gehbepistole gekauft hatte, da ich damit irgendwie nichts am Hut. Ich dachte, ja, das Ding läuft für immer, ich muss da nichts dran machen, wie bei einer AEG, habe ich nicht wirklich informiert. Und Ende vom Lied war nach einem Jahr bei meine WE Glock 19 damals komplett verschlissen, die konnte ich in den Müll schmeißen, in Anführungszeichen. Und das ist halt dann schade, weil dann Geld unnötig verbrennt. Bleiben wir beim Beispiel Gehbepflege, wenn ihr jetzt sagt, ich habe darauf null Bock, wie ich damals, und möchte das euch nicht selber beibringen, und ihr lasst es immer einen Externen machen nach dem Spieltag, dann seid ihr sehr, sehr viel Geld los. Deswegen nehmt euch die Zeit, schaut euch das an, informiert euch, lernt das Thema, dass ihr selber machen könnt. Das ist wesentlich einfacher, schneller und vor allem günstiger. Airsoft ist ein sehr komplexer Bereich. Es gibt viel zu entdecken, viel zu erleben, aber auch viel zu lernen. Deswegen soll euch bewusst sein, wenn ihr in den Sport reingeht, dann müsst ihr euch auch mit den Sachen beschäftigen. Gut, und das waren jetzt also meine 10 Airsoft-Fehler, die vor allem Anfänger immer machen. Ich weiß, es gibt bestimmt noch tausende weitere Fehler, die ich jetzt vergessen habe. Wenn euch also noch was einfällt, schreibt das gerne in die Kommentare, dass dann hier eine Anlaufstelle wird für allejenigen, die dann noch Tipps möchten. Und like das Video gerne für einen zweiten Teil. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be great.